Ich begrüße dich, Frank Altmann in Haus. Ja, läuft. In der Haus, in der Küche. Ja, toll. Ja, Ja, ich liebe ja. diese privaten Einblicke, diese intimen Einblicke, die du wahrscheinlich viel, viel öfter hast aufgrund deiner Berufung, ne? Du bist Ja. Fotograf. Erzähl mal was von dir. Oder Frank, wie kann man deine Personality in einem Satz, geht das überhaupt? Nein, nein, Ja. das geht nicht in einen Satz. Also ich bin im Prinzip ein Quereinsteiger. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, arbeite eigentlich auch seit 30 Jahren als Fotograf und auch als Selbstständiger. Und früher war mehr der Eventbereich, die letzten anderthalb Jahre Eventbereich etwas weniger und um nicht zu sagen gar nicht. Aber Ja. da habe ich mir halt wieder neue Sachen gesucht und nee, klappt eigentlich ganz gut. Bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig als Fotografen und kann auch davon leben. Wie bist du da reingerutscht? Weil du sagst Quereinsteiger, was hast du ursprünglich gelernt? Also ich war früher, also was ganz anderes, ich bin aus dem Metallberuf, also ich war Monteur, Auslandsmonteur. Und also reingerutscht bin ich eigentlich schon mit 16 Jahren zum Fotoclub, damals noch mit Dunkelkammer, Filme entwickelt und ja, und zur Ausstellung mitgemacht und sowas alles. Und dann bin ich dann, wie gesagt, dann reingerutscht. Ich habe eigentlich angefangen mit Mode, Düsseldorf Modefotos gemacht und dann halt immer mehr in die Eventschiene und am Schluss bei den Promis halt liegen geblieben oder stehen geblieben. Genau. Und darüber bist du auch bekannt geworden, dass du wirklich Stars und Sternchen und alles, was bekannt, aber auch nicht bekannt ist, schon vor deiner Linse hattest. Ja, ich muss ehrlich zugeben, es gibt wenige, also mir fallen eigentlich nur zwei ein, die ich noch nicht hatte, also die ich auch gerne haben wollte. Aber ansonsten eigentlich, wenn ich so die letzten 30 Jahre Revue passieren lasse, man darf ja nicht vergessen, ich war jedes Jahr in Cannes beim Filmfestspielen, in Venedig Filmfestspiele und da kommt einiges zusammen im Laufe der Jahre auf jeden Fall. Wen, du sagtest zwei, die du gerne noch haben möchtest. Wer ist das? Das ist einmal der Anthony Hopkins und einmal der Jack Nicholson. Die Wow. beiden fehlen mir. Das sind aber wirklich die einzigen. Die sind natürlich, die mag ich natürlich auch richtig gerne. Das sind ja solche Charakterschauspieler. Wen hattest du schon vor der Linse, wo du sagst, das war auch für dich tatsächlich persönlich ein cooles Erlebnis. Also ich muss sagen, mir passiert es ja immer wieder, auch gerade in Cannes beim Filmfestspielen, wenn ich die Leute sehe, also jetzt sage ich mal als Beispiel Jean-Paul Belmondo, mit dem bin ich aufgewachsen als Kind, die Kinofilme geguckt, ja, und dann kommt er dir entgegen im Rollstuhl und so ein kleines, klappriges Männchen. Dann denke ich mir natürlich, Mann, wo ist mein Actionheld hin, der damals über die Dächer gesprungen ist? Aber ist ja logisch, auch er wird älter und oder Alain Delon und wie sie alle heißen aus der Zeit. Aber es ist trotzdem für mich schön, die trotzdem kennenzulernen und mit den Bildern zu machen. Und sie haben ja auch immer noch die Ausstrahlung, auch so eine Sophia Loren. Auch die Frau ist über 80, wenn sie reinkommt, füllen die den Raum. Das ist einfach heute, ja, ich sag mal, überschaubar bei den heutigen Stars. So ist eigentlich mein Eindruck. Du drückst dich ganz vorsichtig, diplomatisch aus. Ja. Ich will ja niemanden zu nahe treten. Ja, und auch keine Namen nennen. Nee, aber es ist wirklich so, ich muss sagen, aber das hat bei mir auch nichts mit dem Alter zu tun. Eine Gudrun Landgräbe oder eine Iris Berben oder eine Hannelore Elsner. Das waren für mich immer noch Frauen oder Schauspieler mit Charisma und mit Ausstrahlung. Und ich bilde mir ein oder ich meine, es werden auch immer weniger. Also man braucht ja nur noch weiter zurückzugehen, wenn man sich so Marlon Brando anguckt oder keine Ahnung, so ein James Dean oder was. Das ist ja heute immer schwieriger, Aber solche Typen zu finden. Frank, was glaubst du, woran das liegt?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, also ich habe mir da auch schon meine Gedanken gemacht, dass man heute schneller zu Stars, sage ich mal, heute ist ja jeder ein Star, der über den Fernsehen einmal durchs Bild huscht, wird, also ist gar kein Problem, aber genauso schnell wieder weg. Und früher war das beständiger. Es war nicht so einfach, ins Fernsehen zu kommen oder auf die Kinoleinwand, sage ich mal so. Weil Fernsehen ist ja jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, aber Kinoleinwand. Und es war schwieriger, aber wer da einmal da war, der war halt da. Und der ist eigentlich auch heute noch da. Das muss man einfach so sehen. Also wie gesagt, als Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem einen Film gesehen mit Sophia Loren, wo sie heute noch hammermäßig spielt. Also unglaublich. Heutzutage ist aber, ich sage es jetzt mal, auch wirklich jeder Fotograf, kann jeder Fotograf sein, genauso wie jeder Schauspieler sein kann. Der Begriff an sich ist jetzt so nicht geschützt und jeder fühlt Genau. sich irgendwie Fotograf. Genauso hat auch was damit zu tun, dass die sozialen Netzwerke so explodiert sind in den letzten 10 Jahren. Ja, jeder macht Fotos. Es gibt Genau. ganz viele Möglichkeiten, auch online über diese Apps selber kreativ zu werden. Hat das auch was damit zu tun, dass es eine Fülle von Fotografen auf dem Markt sind und man muss wirklich gucken, wie man an der Spitze bleibt? Ist das so, diese Ja, ist Konkurrenz? es schon. Ist es auf jeden Fall. Und ich sage auch jeden, also ich bekomme ja auch oft Anfragen und sage, Mensch, du hast den Traumberuf und alles. Also ich sage der meisten, also den Traumberuf in dem Sinne war es mal, ist es heute, glaube ich, nicht mehr. Ja. Weil genau aus dem Grund, was du sagst, darf ich eigentlich du sagen? Wir sind die ganze Zeit beim Du, natürlich. Ich duze Ah sowieso. ja, okay. Für mich gibt es kein Du. Nee, und weil, wie gesagt, es kann sich heute genau wie du sagst, jeder eine Knipse holen im Saturn oder Mediamarkt für 500 Euro, nennt sich Fotograf und rennt los. So, und der Kunde oder draußen, für den ist es natürlich auch sehr schwer zu unterscheiden und zu sagen, Mensch, das ist einer oder der weniger und der ja. Fängt eigentlich, mir geht es zum Beispiel so bei Hochzeiten. Ja. Wer einen Hochzeitsfotograf haben möchte, mache ich zum Teil jetzt auch. Der googelt erstmal und dann guckt, der entscheidet nach dem Preis. Und wenn jemand dann an so einem Tag, wo eine Hochzeit, sage ich mal, für 20.000, 25.000 Euro, und dann sagt er, ja, ich habe hier einen Fotograf, der ist 100 Euro billiger, und ich gucke mir dann an, was er gemacht hat, dann sträubt sich schon bei mir auch manchmal das Nackenfell, wo ich sage, Mensch, was soll das? Gell? Also an so einem Tag zum Beispiel, an so einem wichtigen. Und was du auch sagst mit Instagram, also ich gucke mir das ja auch bei vielen an, es gibt wirklich auch gute, auch gerade bei den Jüngeren, ich will das auch gar nicht irgendwie verschmähen, und auch kreative Leute, und wenn ich mir das angucke, auch mit ihren Videoclips und was sie alles machen, ist schon zum Teil cool, muss ich ehrlich sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich zum Beispiel in Paris bin, bei der Fashion Week, und in der ersten Reihe sitzen die Influencer mit ihren Handys, ich mache die Bilder, die gucken mich ja nur noch bemitleidenswert an, muss man einfach so sagen. Weil, ich sage mal, wenn eine Caro Daou oder wie sie alle heißen, in der ersten Reihe sitzen, ihre Handybilder machen, verkaufen, hat sie an dem Abend, sage ich mal, das verdient, was ich im Monat verdiene, mit dem Handy. Und das ist natürlich in der Relation gesehen schon sehr krass. Ich habe jetzt zum Beispiel für eine Agentur früher Prominente im Urlaub fotografiert, für Zeitung, gar kein Problem. Die Prominenten haben den Urlaub so gekriegt, war alles gut. Und wenn ich die Agentur heute frage, Mensch, warum machst du das nicht mit Influencer? Dann sagt die, ja, zu teuer. Ich sage, wie zu teuer? Die kriegen doch einen Urlaubsplatz für 15.000 oder 20.000 Euro auf den Malediven, all inclusive. Und wieso sind die dann zu teuer? Ja, das reicht ihnen doch nicht. Die wollen ja da nochmal 10.000 Euro extra haben, damit sie da Urlaub machen. Und das finde ich alles schon ein bisschen sehr, im Verhältnis gesehen, sehr auseinandergedriftet. Das muss man sich mal überlegen, ne? Diese Welt, diese Social-Media-Welt, die natürlich hier bespielt wird,
Es geht ja natürlich hier hauptsächlich um Geld verdienen. Es geht nicht mehr um Qualität. Es geht einfach darum, so viel Ansichten eines Bildes zu bekommen, auch wenn es inhaltlich vielleicht falsch ist, qualitativ vielleicht Schrott ist, ne? Das ist eigentlich die Strategie von Social Media natürlich. Da geht es wirklich ja nur ums Geld verdienen. Oder wenn das so weitergeht, dass der Beruf Fotograf über kurz oder lang ausstirbt. Das möchte ich mal behaupten, dass es vielleicht in 10 Jahren den Beruf auch gar nicht mehr gibt, wenn das so Ich weitergeht. finde es eine traurige Entwicklung und ich hoffe, dass du nicht recht behältst. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Alles Gute dir und viele Grüße nach Berlin. Dankeschön.